Der DAX tut sich in den letzten Tagen ziemlich schwer, der Euro steigt so ein bisschen. Warum passiert das? Weil EZB-Notenbanker in den letzten Tagen doch immer mehr Zweifel erkennen lassen, dass diese Inflation wirklich nur vorübergehend ist. Das ist ja das, was einige amerikanische Notenbanker innerhalb der Fed schon länger sagen. Ob diese Inflation wirklich so vorübergehend ist, das ist zumindest in Frage gestellt, und dann müssten wir doch eigentlich mit dem Tapering beginnen. Und Tapering ist etwas, was man der EZB eigentlich für Jahre nicht zugetraut hat, also die Reduzierung der Anleihekäufe, bis dann gar keine Anleihekäufe mehr passieren. Und nächste Woche ist EZB-Sitzung, und was vorher als undenkbar galt, nämlich dass die EZB doch auch tapert, also die Anleihekäufe reduziert, ist jetzt nicht mehr undenkbar, und das belastet so ein bisschen den DAX, denn das würde bedeuten, dass die Liquiditätszufuhr etwas geringer wird, und das schmeckte den Märkten bekanntlich gar nicht. Schauen wir uns mal heute zum Beispiel Aussagen von Weidmann an. Wir hatten gestern ja Knot, der holländische Notenbanker, und Holzmann, der Österreicher. Heute Weidmann mit der Aussage, P in PEP steht nicht für permanent, sondern für Pandemie. Also der Zweifel, dass dieser dauerhafte Krisenmodus überhaupt noch angebracht ist, angesichts einer doch deutlich wachsenden Wirtschaft und vor allem einer doch sehr stark steigenden Inflation. Und Weidmann sagt hier, temporäre Faktoren, die die Inflation derzeit antreiben, könnten eben die Inflationserwartungen nach oben bringen. Und Erwartungen sind self-fulfilling prophecies. Wenn die Leute mehr Inflation erwarten, dann kommt sie auch, weil sie sich dementsprechend verhalten, jetzt schon kaufen, weil sie glauben, dass später alles teurer wird. Und vor allem, das könnte dann auch zu höheren Löhnen führen. Wir erleben ja derzeit diesen Streik der GDL. Das könnte so einer der ersten Frühindikatoren sein, dass da viele Branchen dann sagen, also wir sehen ja eine deutliche Inflation, dementsprechend müssen unsere Löhne steigen. Deswegen sagt Weidmann zu Recht, die Risiken sind ganz klar in Richtung weiter steigender Inflation gerichtet. Und ähnlich etwa der slowenische Notenbankchef heute, Vasle, der gesagt hat, ja, wir werden die Risiken einer zu hohen Inflation nicht ignorieren. Dagegen Sturnaras, der Grieche, die Faustregel lautet, alle Südeuropäer sind tendenziell dovish, wollen also sozusagen kein Tapering betreiben, wollen, dass die Liquidität weiter schön in die Märkte gepumpt wird, denn damit werden faktisch die Südstaaten ja finanziert. Der sagt, ja, also das ist temporär die Inflation, gell, also die geht sofort wieder zurück, weil ich mir das halt wünsche. Das ist das Motto. Und jetzt hat sich auch Madame Lagarde geäußert. Auch mit Zweifeln an diesem massiven Stimulus durch QE. Sie sagte, ja, ist nicht länger nötig, diese massive Unterstützung hier zu bringen. Man sollte eher fokussiert vorgehen, also vor allem die Bereiche unterstützen, die besonders hart getroffen sind. Wir alle wissen, wer das sein muss. Gastronomie, Reisebranche, das sind so die Sektoren, die natürlich jetzt besonders gelitten haben in den letzten Monaten und Jahren. Aber das ist schon eine Absage an dieses wir kaufen alles, was nicht auf den Baum kommt. Erstaunliche Aussagen, wie ich finde, von Madame Lagarde, die auch darauf hindeuten, dass die EZB doch wirklich über Tapering nachdenkt. Erstens wegen der Inflation und zweitens, weil wenn die Fed das Tapern beginnt, dann kann die EZB sich diesem Sog nicht wirklich entziehen. Man stimmt sich ja da bei den großen Notenbanken auch ein Stück weit ab, damit es da nicht zu Währungsturbulenzen kommt. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wer sich da geäußert hat. Weidmann, klar, gilt als hawkisch, der Deutsche. Sturnaras, der Grieche, gilt als ziemlich dovish, aber Vasle, der Slowene, gilt als ganz leicht hawkisch. Also wir sehen, die Hawks, die Falken, die sprechen sich ganz klar jetzt für eine weniger expansive Geldpolitik aus. Die in der Mitte äußern sich auch schon in Richtung Hawks, während nur die dovischen Mitglieder aus den Südländern eben weiter bei ihrer Haltung bleiben. Und das ist insofern eben jetzt auch relevant, weil die Inflation ja viel schneller steigt als die Löhne. Ich habe es vorhin mit der GDL gesagt, die uns ja jetzt ein zugfreies Wochenende bescheren wird. Jetzt geht es richtig ans Portemonnaie, und das werden sich die Leute nicht so lange gefallen lassen. Unten sehen wir in dieser Grafik, dass die Conference Board Consumer Inflation Expectations, die Einjahresinflationserwartungen, und die, wir sehen, die steigen weiter in Richtung 7%. Also die Leute haben Inflationserwartungen, die Inflationserwartungen steigen, und Weidmann hatte ja vorhin gesagt, dass eben diese Inflationserwartungen praktisch
ja, die Inflation dann faktisch auch wirklich nach oben treiben können, da sie eine self-fulfilling prophecy sind auf der einen Seite und eben dann zu steigenden Lohnforderungen auf der anderen Seite führen. Und all das wird bestätigt durch Einkaufsmanager-Indizes, die wir heute sowohl aus Europa als auch aus den USA bekommen haben, etwa hier Market zu den amerikanischen Einkaufsindizes. Und da wird gesagt, ja, also massiv steigende Kosten und vor allem Schwierigkeiten, Arbeitnehmer zu finden. Das scheint ein Riesenproblem vor allem in den USA zu sein. Auch hier ist das schon ein Problem, allerdings noch nicht so groß wie in den USA. Und in Deutschland haben wir den schwächsten Wert im Gewerbe. Das Market zu den USA war auch Gewerbe, weil Lieferengpässe da sind, weil der Kostendruck da ist und die Unternehmen sagen, wir müssen jetzt diese Kosten weitergeben. Also das spricht dafür, dass diese Inflation zumindest jetzt in diesem Jahr noch sehr deutlich, sehr weit steigen wird. Dazu kamen Supply Chain Woes, die noch schlimmer werden, also Lieferkettenprobleme hier in der europäischen Industrie. Wir sehen, dass die europäischen Firmen, die europäischen Industrien bisher unfilled orders, also praktisch nicht abgearbeitete Aufträge, auf neuem Rekordhoch sehen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die europäischen Aktienmärkte jetzt 7 Monate gestiegen sind in Folge. Nicht nur die Amerikaner, auch die Europäer. Heute etwa der Eurostoxx 600. Deutlich angestiegen, glaube ich, mit einem neuen Allzeithoch sogar, während der DAX eben nicht vom Fleck kommt. Es sind Banken, die da relativ gut laufen, eben weil die EZB hawkischer wird, weil die Anleiherenditen tendenziell etwas weniger negativ werden. Bei den deutschen Staatsanleihen insgesamt gehen die Anleihenrenditen jetzt tendenziell wieder nach oben, eben wegen diesem Taper Talk der EZB, die sich daran orientiert, was die Fed bislang gesagt hatte. Apropos Fed, wir haben am Freitag ja die großen US-Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm Payrolls, darauf warten die Märkte, weil es da um die Frage geht, Tapering ja oder nein. Heute die ADP-Arbeitsmarktdaten sehr, sehr schwach, deutlich unter der Erwartung, unter 400.000 neue Stellen erwartet, weit über 600.000. Und damit sehen wir, dass die negative Abweichung, was die City Economic Surprise Index betrifft, also die Daten kommen schlechter rein als erwartet. Heute hatten wir den ISM-Index, der ein Ticken besser war als erwartet, aber das ist eher ein Ausreißer, muss man sagen. Wenn wir uns mal anschauen, welche Jobs da geschaffen wurden, wie ADP meldet, dann sind über 200.000 Stellen allein Leisure and Hospitality, also Gastgewerbe, wenn man so will. Klar, da gibt es neue Jobs, aber da, wo es nötig ist, da, wo wirklich Wachstum entsteht, da ist eben weniger Stellenaufbau zu erkennen. Wir sehen vor allem auch Education, Health Bereich, also praktisch Lehrer, Gesundheitswesen, da wird eingestellt. Ansonsten passiert da kaum etwas. Das heißt, die Unternehmen suchen Arbeitskräfte, finden aber oft nicht die richtigen, nicht die Qualifizierten. Das scheint das Problem zu sein, das derzeit herrscht. All das stört natürlich die Aktienmärkte nicht. Wir sehen den S&P 500 jetzt mit dem 54. Allzeithoch in diesem Jahr. Damit ist man so in einem der besten Jahre überhaupt. Es könnte das allerbeste werden, denn das ist bisheriger Rekord aller Jahre bis Ende August, nämlich 54 Allzeithochs. Also vielleicht überholen wir dann bald 2014, 1928 und 2017 mal sehen. Wir hatten in den 1950er Jahren mal 11 Monate in Folge steigende Kurse und zwar dreimal. Also 1950er Jahre, damals natürlich auch irgendwie Optimismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles ging bergauf. Das war eine Aufbruchszeit. Jetzt haben wir nicht so wahnsinnig viel Aufbruch, aber wir haben ähnlich euphorische Märkte. Na gut, normalerweise ist der August schon nicht so gut. Diesmal war der August gut. Die US-Märkte und auch der DAX mit Gewinnen. Wie wird der September werden? Der ist normalerweise im ersten Jahr eines neuen Präsidenten der schwächste Monat des Jahres mit dem Februar. Aber die Saisonalität ist ertrunken, wie ein Kollege von mir formuliert, Wolfgang Müller, der sagt, also die scheißen das alle zu, auf Deutsch gesagt. Die Notenbanken, dementsprechend kannst du dich darauf nicht mehr verlassen, dass diese Saisonalität wirkt. Und wir haben nach wie vor diese Dominanz im Tech-Bereich. Auch heute der Nasdaq ja wieder der stärkste Index in den USA. Fangman, also die Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, die bringen über 10 Billionen Dollar auf die Waage. Das ist also die Hälfte der US-Wirtschaft. Und hier stellt Lance Roberts die Frage, naja, die Konsumenten
Die bringen 70% des BIPs auf die Waage durch ihr Konsumverhalten. Und da scheint irgendwas im Ungleichgewicht zu sein, wenn sozusagen diese Tech-Unternehmen all das abgrasen und die anderen dann scheinbar nicht. Wie geht das zusammen? Und wir sehen, dass lange Zeit ja eigentlich kaum Nettozuflüsse an die Aktienmärkte gab. Das hat sich jetzt deutlich verändert. Wir sehen hier dunkelblaue Equity-Zuflüsse, also in die Aktienmärkte. Das ist stark gestiegen, war lange Jahre, wie gesagt, eher anämisch, kaum vorhanden. Jetzt sehen wir, dass sehr, sehr viel Geld in die Aktienmärkte geflossen, selbst im August, der normalerweise durchschnittlich Abflüsse aus den Aktienmärkten zeitigte, gab es deutliche Zuflüsse, also alle rein damit, alle wollen dabei sein, aber nicht mehr reisen. Das ist auch ein Trend, der jetzt nach Corona, in den USA gab es eine Umfrage unter 45 Großfirmen, wie schaut es denn mit den Reisen eurer Mitarbeiter aus? Haben 84% gesagt, also deutlich weniger. Reisebudgets im Durchschnitt zwischen 20% und 40% gekürzt und das dürfte dauerhaft sein. Also diese Geschäftsreisen, das ist eine dauerhafte Veränderung durch Corona. Die werden nicht mehr das Niveau erreichen, das sie vorher hatten. Schlecht für Tourismus, für Gastgewerbe, für Fluglinien etc. Das sind wirkliche Belastungsfaktoren, die nicht so schnell vorbeigehen. Und so sind wir vielleicht auf dem Weg von einem gebückten Affen zu einem etwas aufrechter gehenden Affen, zu einem Menschen, der dann wieder gebückt vor dem Rechner sitzt und versucht, sein Geld zu verdienen. Geld ist das Stichwort auch eben in dem Artikel Inflation und Löhne, worum es jetzt ans Portemonnaie geht. Das hat mein Kollege Wolfgang Müller geschrieben. Ich werde Ihnen diesen Artikel verlinken unter dem Video. Das geht uns jetzt irgendwie alle an. Arbeitnehmer wollen höhere Löhne. Das wird jetzt der nächste ganz, ganz große Trend. Alle lesen Zeitungen, alle sehen, oh, die Dinge werden teurer. Alle sehen, ich bestelle irgendwas und es kommt monatelang nicht. Was ist da los? Wo ist das Problem? Und wenn es nicht kommt, dann wird es immer teurer, weil alle es wollen, aber es nicht geliefert wird. Also das sollten Sie sich vielleicht mal zu Gemüte führen. Ist nicht allzu lange schnell gelesen und betrifft uns, wie gesagt, alle. Ich packe das als Link unter das Video und wünsche jetzt einen wunderbaren, auch in Süddeutschland, wie ich höre, sonnigen Feierabend. Bis dann, Servus und Ciao.